Hallo, ich meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin die Maritzel und wir befinden uns hier auf der Map Niemandsland. Und jetzt stehe ich gerade hier mit meinem kleinen Traktor da im Hintergrund im Dorf. Ich habe den nämlich, nachdem er weggepackt hat, nochmal geschnappt und hier vorgefahren. Und bin jetzt ausgestiegen, denn ich habe Folgendes vor. Ich möchte natürlich noch überprüfen, ob der jetzt diese Strecke auch selbstständig fahren kann. Und da möchte ich euch gerne mit dazu nehmen. Deswegen werden wir uns das jetzt mal anschauen. Er hat jetzt nichts abzuliefern. Ich habe jetzt auch nichts da abzuliefern für den, aber ich will den jetzt einfach mal hinschicken zum Marktstand, um zu überprüfen, ob der Platz dort ausreicht. Ne? Das machen wir jetzt mal gemeinsam. Ich werde mal den Editor anmachen. Da können wir das besser verfolgen. Und da schicke ich den Autoladung an. Solltest du parken. Nee, jetzt machen wir was anderes. Du fährst jetzt zum Markt. Genau, so. Und da fährst du jetzt mal bitte hin. Ich will wissen, ob dir das klappt. Ob du das hinkriegst. Jetzt stehst du aber irgendwie ganz falsch. Wo habe ich dich denn hingestellt? Das klappt ja gar nicht. Ja, mal gucken, was er sich jetzt für einen Weg sucht. Da muss er hier nochmal raus aus dem Dorf jetzt. Und die Strecke nochmal neu anpeilen. Ach du lieber Himmel, da fährt er bestimmt nochmal zurück zum Hof. Halt mal kurz an. Da gebe ich dir einen Kreisverkehr. Da wären wir das... Du bist jetzt von hier hinten hier vorgefahren. Die kennen sich ja mal. Tun ist ganz klar. Der hat jetzt zu weit vorne gestanden und ist jetzt nicht hier geradeaus gefahren, sondern hier schon abgebogen, deswegen. Und jetzt ist er hier vorgekommen. Da werde ich den von hier aus mal nach da verbinden. Denn wenn das nochmal passiert, ohne dass ich vielleicht dass ich ihn verkehrt abgestellt habe, ne, dann kann er von selber nochmal hier durch und nochmal von vorne da hin, wo er hin soll. Jetzt werde ich ein Stück weit wegbringen und starten, damit Autodrive genügend Vorraum hat und Platz hat, um das zu berechnen, ne? Das kennen wir ja. So, jetzt nochmal. Okay, und ab. Jetzt bin ich echt gespannt. Das ist ganz schön eng da hinten und es kann ja sein, dass ich noch was wegnehmen muss. Vielleicht sogar den Marktstand ein Stück verschieben muss, nach vorne oder irgend sowas. Das wäre eine Katastrophe, wenn ich den Marktstand verschieben muss. Da müsste ich alle diesen ganzen kleinen Grimmskrams, den ich da hingestellt habe, an dem Stand, alles im Boden versenken. Das lässt sich ja nicht verkaufen, warum auch immer. Ich weiß nicht warum. Normalerweise kann ich die Sachen verkaufen, aber das ging hier nicht. So, jetzt bin ich gespannt. Mal gucken, ob der da drum kommt. Bis jetzt sieht es gut aus. Oh, ist ganz knapp hier. Ja, es ist nicht viel Platz, aber... Oh. Ja! Ja, es klappt! Na, jetzt kannst du nach Hause fahren. Jetzt kannst du nach Hause fahren. Park den weg. Kommst du hier auch rum? Ganz kurz touchiert. Na gut, das lasse ich jetzt gelten. Das ist nicht so schlimm. Aber ich kann ihn automatisch verkaufen lassen am Marktstand. Um das ging es mir. Das ist mir jetzt wichtig gewesen. Jetzt haben wir es gesehen. Es klappt. So, dann habe ich noch eine Idee gehabt. Ich will noch mal zum Händler, denn wir haben ja auch große Felder, wo ich zum Beispiel Sonnenblumen habe und so. Das kann ich nicht mit dem kleinen Drescher mit dem Maisgebiss machen. Ich möchte mir noch einen großen Drescher kaufen. Und das machen wir jetzt. Das mache ich auch mit euch gemeinsam, dass ich da noch einen hole. So, und ich werde wieder den von Sander nehmen. Den hier werde ich nehmen. Oh, was ist denn jetzt los? Warum stehst denn du so komisch? Nee, das hat keinen Sinn. Da muss ich nochmal aus dem Spiel raus. Das mache ich dann jetzt nicht. Das mache ich dann das nächste Mal. Jetzt kaufe ich nichts. Da stimmt irgendwas nicht. Das war schon mal. Und wo ich dann wieder in ein neues Spiel reingekommen bin, da hat das wieder normal funktioniert im Händler. Ich würde sagen, ich mache das mal eben. Ich gehe mal ganz kurz aus dem Spiel raus. Da mache ich mal kurz... Ich schneide das dann raus und wenn wir wieder drin sind im Spiel, sehen wir uns wieder. Ich stelle mich mal hier. So,
Auf dem Weg? Okay, hier sehen wir uns dann gleich wieder. Ja, meine lieben Zuschauer, man kommt ja nicht auf dem Weg wieder ins Spiel, sondern an dem Haus, in dem man wohnt. Okay, dann ist das so. Ist ja ganz normal eigentlich. So, jetzt werde ich mal gucken, dass ich den Händler besuche. Ich hoffe, dass das jetzt klappt mit dem Drescher. Das wäre ja ein Ding, wenn da plötzlich irgendwas total nicht mehr geht. Na, jetzt geht's wieder, seht das? So ist das. Warum das manchmal, einmal ist das passiert, während ich dieses Spiel auf dieser Karte jetzt hier gemacht habe. Einmal war das schon. Ich weiß allerdings nicht mehr, mit was für einem Gerät, ob das ein Traktor war oder ein Anhänger. Das weiß ich nicht mehr. So, jetzt werden wir aber mal gucken, dass wir den jetzt hier auf Vordermann kriegen hier. Ich mache den genauso zurecht wie den anderen als Fendt. Wie viel PS hat er jetzt? Wahrscheinlich die normalen. Das reicht, brauche ich gar nicht groß verändern. Reifenvariante lasse ich auch, wie sie ist. Ändere ich auch nichts dran. Design, da will ich Fendt machen draus. Da muss ich auf Fendt Farbwahl gehen. So, kein Logo. Nein, will ich auch nicht in dem Fall jetzt hier. Das passt nicht so richtig hier zu dem Spiel, was ich hier auf dieser Karte mache. Aber mal gucken. Wo haben wir denn hier Fendt? Das ist hier unten. Das ist schon dir. Fendt Nature. Jawohl, ja, das nehmen wir. Das Fendt Nature Grün. Das ist eigentlich sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Designfarbe. Will erst mal gucken, wo die auftaucht. Da nehme ich mal ein ganz speziell. Oh, nehmen wir mal lila. Ach, das ist hier drinne. Nee. Lila an der Sitze. Das machen wir nicht. Da passt vielleicht ein schönes, helles Grau dazu. Ja, ne? So, das passt. Okay, und die Felgenfarbe, die nehme ich natürlich in Fendt Rot. Haben wir da welches? Hardy, Case, da ist es, Fendt Rot. Ja, so haben wir den Drescher, wie man wollen. Und hat ein schönes, langes Rohr. Da können wir also nicht meckern. Okay, und 30.000 Liter und 100, das passt rein, das ist in Ordnung, das ist für mich okay. So, kaufe ich den. Moment, die Geschwindigkeit macht ja dann das Schneidwerk. So, da werde ich mal gucken. Schneidwerke. Da wollte ich auch nicht das ganz kleine jetzt nehmen, das ist klar. Aber 23 Meter will ich auch nicht. Jetzt bin ich gar nicht so ganz sicher, ob ich das... Das ist jetzt halt mit 23. Ich weiß nicht, ob man das ändern kann. Oder ist das das hier? Ach, hier. Das von Tassi ist das. Das muss ich ja nicht mit Beleuchtung machen. Das wollte ich, denn 23 ist mir zu viel. Und 7 ist mir zu wenig. Also nehmen wir das. So, gut. Da werde ich das genau auch anpassen, farblich. Ich mache kein Licht. 26 kann es. Ich gehe auf 25 runter, das reicht mir. Hauptfarbe, mal gucken, wo die auftaucht. Haben wir hier Fendt dabei. Sonst muss ich das basteln. Ja, das haben wir allweg nicht dabei hier. Das ist nicht so toll. Ich gehe mal auf das hier. Das sieht ja so ähnlich aus. Ja, vielleicht passt das. Dann die Designfarbe, das ist mit Sicherheit das Schneidwerk. Das nehme ich mal Hammerchrom. Das ist Metallic. Ich will es in Chrom haben. Mal gucken, ob ich das... Ja, können wir anpassen, okay. Chrom. Jawohl, so ist es gut. Ja, so ist das bestens. So will ich das haben. Und dann habe ich hier noch, haben wir hier ein Fendt Rot. Mattiert will ich es nicht haben. Also Chrom, das müssen wir halt anpassen. Das will ich nicht in Chrom haben, nein. Anpassen, da gucken wir mal. Wenn ich das mit Metall mache, wie sieht das dann aus? Weiß.
anpassen. Ich muss das Rot natürlich. Gucken wir mal. Ja, vielleicht ist es so ähnlich wie das. Es könnte sein, dass es ein bisschen zu dunkel ist nochmal. So, vielleicht mal gucken, wie es aussieht. Das wirkt ein bisschen zu dunkel für Fendt. Gehen wir nochmal. Ach ja. Anpassen wollte ich. So. Gehen wir nochmal hier rein. Ja, so vielleicht, ne? Ja, das gefällt mir anders. Also besser. Gut, so kaufe ich das dann, aber 25 hatte ich ja schon. Ja. Gut, kaufen. Jawohl, bitteschön. So, da haben wir jetzt einen zweiten Drescher, der Getreide kann. Also wir haben jetzt zwei große für Getreide. Ich brauche jetzt aber noch ein Schneidwerk für, also das Maisgebiss für den zweiten jetzt hier. Für die großen Felder. Deswegen habe ich ja den großen eigentlich überhaupt angeschafft. Also nochmal da rein beim Händler. Das war jetzt noch nicht alles. Ich muss noch das Maisgebiss haben, ganz klar. So, da werden wir mal gucken, was haben wir denn hier da zur Auswahl? Es lässt sich das zusammenklappen. Das hat 9 Meter. Sieht aus, als wäre es klappbar. Und das ist sogar schon in schönen Rot. Und hier gehe ich aber hoch. Auf 20, so. Ja, ich denke mal, das ist okay, so wie es da ist. Farbe haben wir ja eh nicht. Mache ich mal so. So kaufe ich das. Ja. Okay, ich bin gespannt. Müssen wir durchschalten, dass wir da hinkommen. Ach, du hast noch nicht weggebracht. Ja, das solltest du jetzt aber mal machen. Du hast ja den Drescher fein abgetankt und der ist wohl parken gefahren, wo er fertig war. Dann bringst du das jetzt bitte, den Rest ins Silo, würde ich mal sagen. Denn da können wir auch noch was drin aufbewahren für die Hühner. So. Ja, mach das mal. Bring das mal dahin. So, und da vorne steht mein Kleiner. Der wird jetzt wohl gleich im Weg sein. Das müssen wir eben verhindern. Das spurte ich schnell mal dahin und schick den weiter. Den musste ich ja vorhin anhalten. Weil das Spiel zu komisch. Ja, der Händler hat nicht funktioniert, ne? So, verparken. Da bist du dem dann nicht im Weg, wenn der jetzt gleich kommt. Und ich schalte weiter. Ich will da vorne ankommen. Ja, der Drescher steht hier, der grüne. Da ist er. Er steht ein bisschen weit vorne. Da muss ich auch nochmal nachkorrigieren, den Punkt zurücksetzen. Okay, das machen wir aber nachher. Jetzt will ich erstmal zum Händler gelangen. Ihr müsst noch warten, ist noch nicht reif. Und hier haben wir den Drescher. Ja, das lässt sich klappen, das Maisgebissener. Das ist ja genial. Das ist richtig, richtig gut. Na, mein Kleiner, du musst zweimal fahren. Du hast zwei Gebisse. Ich nehme jetzt erst einmal das Maisgebiss mit. Da muss ich auch noch überlegen, wo ich das deponiere. Das sieht doch klasse aus, das passt doch. Ich will mal, dass er das aufklappt. Das schauen wir uns mal kurz an. Neun Meter reicht für mich völlig aus. Das ist für ein Maisgebiss komplett in Ordnung. Das muss nicht breiter sein. Das würde dann irgendwie komisch aussehen. Oh, nö, das ist gut so. Prima, der wird seine Arbeit machen. Ist gut animiert. Perfekt. Klapp's wieder zusammen, mein Guter. Bin gerade am Überlegen, ob ich das Schneidwerk da hinten überhaupt abhole. Ich habe ja den kleineren Drescher für Getreide und den großen Drescher für Getreide. Beide haben das richtige Gebiss, Schneidwerk. Und ich wollte ja eigentlich ursprünglich nur wegen dem Maisgebiss
im größeren und den größeren Drescher dazu noch haben und den haben wir ja jetzt. Das überlege ich mir noch. Wo schicke ich dich jetzt hin? Das ist jetzt wieder eine gute Frage. Zur Werkstatt. Ich habe keinen Wartepunkt, immer noch nicht. Ja. Ja, Werkstatt 2 nicht. Wo haben wir denn die Werkstatt? Ach, hier. Da. Da fährst du hin. Das sollte funktionieren. So, jetzt gucke ich nochmal auf die Karte. Wie viele Getreidefelder haben wir denn hier? Das ist Weizen. Haben wir hier noch. Hier kommt auch noch Raps drauf. Das ist Raps. Hafer haben wir hier. Das ist für den kleineren Drescher. Das sind Kartoffeln. Das ist Mais. Das sind Sonnenblumen. Das sind im Prinzip dann diese vier Felder hier. Das schaffe ich mit einem Drescher. Ach Gottchen, hast du hier schon ein Problem? Na, 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 na. Warum denn das? Du bist der Erste, der das nicht schafft, hier um die Ecke zu fahren. Was ist das denn? Hä? Na gut, ich könnte hier noch eine weitere Linie machen. Du brauchst ja eigentlich nicht über diesen Drücker hier zu fahren, wenn du nach Hause sollst, ne? Ich setze mal hier noch einen Punkt hin. So, und von da aus... Oh, ich mache noch einen zweiten. Da kann ich das gleich mit dem Bogen versehen. So, dann kannst du... Wo kommst du jetzt überhaupt her? Hier fahren sie hoch, hier fahren sie runter. Dann kommst du von dort. Okay, dann müssen wir das nach hier verbinden. So. Und dann von hier nach hier runter. Dann solltest du hier nicht anstoßen, ne? Komm mal zurück, das werden wir gleich prüfen, ob das geht. Das ist ja auch ein Liniensalat hier vorne mittlerweile. Hallo, Ballo. So. Jetzt schicke ich dich zum Hof zur Werkstatt. Und ab. Gucken wir mal, ob das jetzt hinhaut. Ja, er nimmt sich die Linie. Ja, hat halt einen ziemlichen Wendekreis, ne? Deswegen ist er da vorne angekommen. Ja, das klappt jetzt. Gut, so muss es sein. Also haben wir das auch schon wieder geklärt. So, und ich werde das Schneidwerk wieder zurückgeben an den Händler hier. So schön, wie es aussieht. Aber ich brauche es nicht, wenn man so will. Nee, so kann ich es nicht durch das Tor bringen. Oder? Doch, das ist ein breites Tor. Das soll gehen. Also, nochmal. Rein damit. Oh, das sieht ja vielleicht aus. So, los, verkaufen. Verkaufen, jawohl, bitteschön. 78.760 haben wir wieder gekriegt. Nicht ganz das, was wir ausgegeben haben, aber es macht nichts. Wir haben so viel Geld. Wir können uns das tatsächlich leisten. So. Jetzt haben wir also zwei Drescher. Jetzt werde ich gucken, dass ich die auch... Jawohl, du hast abgeliefert. Aber ich lasse dich angekettet an deinen Anhänger. Denn so wie der Raps... Nee, Quatsch, nicht der Raps. So wie die andere Gerste reif ist, wirst du gleich wieder deinen Auftrag bekommen. Ich stelle dich mal hier vorne irgendwo hin. Außerhalb von dem Liniensalat. Irgendwie hier an die Seite. So, hier kannst du stehen. Da solltest du niemanden stören. Okay. Ihr müsst noch warten. Wie weit ist denn das eigentlich? Wann ist denn dies endlich reif? Das andere Feld war doch so schnell reif. Und das hier ist immer noch im Futter. Interessant. Naja, egal. Macht ja nichts.
Es ist, wie es ist. Ich werde jetzt sehen, dass ich die Drescher mit Parkplätzen versorge. Hier, bei dem werde ich erstmal aus. Nee, ich steige noch nicht aus. Hier wollte ich ja den Punkt ein Stück zurückziehen. Genau. Fahr mal ein Stück zurück, mein Guter. Du guckst mir zu weit hier vorne raus. So. Stück zurück. So, ich denke mal, das sollte reichen. Fahr mal noch ein Stück zurück. So, und jetzt parkst du. Mal gucken, ob es hinhaut. Ja, so ist das doch perfekt. So muss das. Aber da werde ich mal den Anschluss hier, den du dann eventuell brauchst, ein Stück näher ranziehen. So. Und meine lieben Zuschauer, ich bedanke mich jetzt erstmal ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gern einen Daumen da. Ich freue mich auch schon auf eure Kommentare unter dem Video und sage jetzt Tschüssi für heute. Macht's gut, passt bitte gut auf euch auf, bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Mal, eure Marietzl.